Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Erstmal nur ich, gleich später wird auch noch Sarina da sein, aber ich beginne dieses Video alleine, denn es wird ein Prank an Sarina. Da sollte sie natürlich nicht dabei sein, sonst würde sie ja gleich Bescheid wissen. Ich habe mir was ziemlich Lustiges überlegt und es muss ich einfach auf Video festhalten und ihr müsst dabei sein. Und etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, noch wichtiger als der Prank eigentlich, wird ebenfalls in diesem Video passieren, denn es wird noch eine Ankündigung kommen. Bleibt also unbedingt dran. In diesem Video gibt es eine richtig coole Ankündigung. Das müssen wir euch einfach erzählen. Ihr werdet euch auch freuen. Der Prank hat nämlich etwas mit Sarinas Pony Flora zu tun. Ich werde ihr die Haare färben. Ihr habt richtig gehört. Ich habe mir Haarkreiden rausgekramt und werde Flora heimlich die Haare färben, dann ganz schnell wieder verschwinden und wenn Sarina in den Stall fährt zu Flora, wird Flora auf einmal mit einer bunten Wallmähne in ihrer Box stehen und auf Sarina warten. Ich bin gespannt, wie Sarina dann reagieren wird. Ich habe eine sehr große Farbauswahl. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich werde einfach Regenbogen machen und ich kann mich nicht für eine Farbe entscheiden. Schön. Eigentlich muss ich das noch testen an mir, ne? Pink und blau. Die Kreide muss erstmal ein bisschen nass gemacht werden. Färbt schon. Ich habe noch keinen konkreten Plan. Bin nur in der Übungsphase. Funktioniert. Probier nochmal blau aus. Ich weiß noch nicht, ob meine Methode die richtige ist, aber funktioniert. Ja. Ich hoffe, bei Flora wird es besser aussehen. Und jetzt mache ich mich am besten auch schon auf den Weg. Kreide darf ich nicht vergessen. Sonst brauche ich nichts außer euch, die Kamera. Ich werde Flora die Haare färben. Könnte Pferdefriseur werden. Naja, mal sehen, wie es am Ende aussieht. Ich freue mich. Hallo Flora. Wie geht's? Ich habe jetzt was vor mit dir. Hast du deine Haare gebürstet? Was hat sie in ihrem Putzkoffer drin? Der ist ja richtig schwer. Ich muss mir jetzt hier mit dem Sessel ein Stativ bauen. Wie siehst du denn schon wieder aus? Aber ich habe einen Plan. Damit es sehr realistisch bleibt, lasse ich die Schmutzflecken einfach drauf. Also, damit es nicht so aussieht, als hätte jemand Flora geputzt. Flecken bleiben. Nur die schöne Mähne wird gefärbt. Strahlend weiß. Noch. Karte mit Grün. Machst du einfach im Eimer nass? Und dann mal ich. Das funktioniert ja bestens. Wie geht der Regenbogen weiter? Was kommt nach Grün? Das wird richtig gut. So gespannt, was Sarina sagen wird. Beautiful. Gelb, Flora. Gelbe Haare hatte ich auch schon mal. Da musste ich auch schon durch. Bitte schüttel dich nicht, Flora. Dann geht mein Werk kaputt. Dein Job ist sehr gut gelungen. Aber das war's schon wieder, Flora. Du warst sehr tapfer. Du darfst wieder zu deinem Heu. Auf geht's, komm. Mach unser Stativ nicht kaputt. Du musst von deinem Lenkstein weg. Ah! Komm. Regenbogenpony muss wieder in ihr Zimmerchen. Alles nicht so einfach mit einer Hand. Du siehst so toll aus. Du siehst so toll aus. Flora, guck mal her. Zeig deine schöne Mähne. Ah! Alles wieder so, wie es war. Ich war nie hier. Und tschüss. Und jetzt mache ich mich auf den Weg und hole Sarina. So tun, als wäre ich noch nie im Stall gewesen. Hoffentlich riecht man nichts. Ich kann es nicht glauben. Es ist so schön warm. Guck mal, ich sitze hier auf meine Jacke. Weil wenn ich sie anhabe, ist mir zu warm. Und ich warte gerade auf Vicky, weil die holt mich gleich ab und dann fahren wir gemeinsam zum Stall. Hallöchen! Haben Sie ein Taxi bestellt? Ja, bist du mein Taxi? Bezahlung nur im Voraus. Was genau filmst du? Ja, ich film dich. Okay. Komm rein! Was ist denn hier passiert? Hä? Was ist denn mit dieser Mähne passiert? Vicky? Wieso ich? Ich bin doch gerade erst gekommen. Hast du das gestern gefärbt? Vicky? Sarina? Wieso bin ich jetzt schuld? Das ist dein Pferd. Vicky, was ist hier passiert? Hä? Wieso bin ich schuld?
Was ist mit meinem Pferd passiert? Ich habe noch die Kamera angehaucht. Jetzt sehen wir nichts mehr. Ist es ein Regenbogenpferd jetzt? Ich glaube, es ist ein Einhorn. Sie wurde über Nacht zum Einhorn. Das war ich nicht. Wieso glaubst du, ich war das? Weil du die ganze Zeit filmst? Nein. Bist du bescheuert? Nein. Gefällt euch Floras neue Frisur? Sie sind nicht so begeistert. Sieht Flora schön aus? Ja, Flora ist so schön. Ich habe Haarkreide benutzt. Oh Mann, wieso bist du gleich drauf gekommen, dass ich das war? Wer sollte sowas tun? Keine Ahnung, Reitschüler. Auf so komische Ideen kommt nur Vicky. Ich dachte, das passt ganz gut zu unserer Ankündigung. Flora, willst du was ankündigen? Und jetzt ist der Moment, der große Moment der besonderen Ankündigung. Wir zeigen euch unser neues Buch, Mein Herzenspferd. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben wieder ein neues Buch rausgebracht und diesmal ist es für alle Pferdefans und Pferdeverrückten unter euch, denn wir wissen, es gibt viele von euch. Es ist ganz egal, ob ihr ein eigenes Pferd habt, ob ihr auf Schulpferden reitet, ob ihr eine Reitbeteiligung habt oder einfach nur Pferde gern mögt oder noch gar nicht reiten könnt. In Mein Herzenspferd, in dem Buch, könnt ihr so viel machen. Ausfüllen, Fragen beantworten, einen Steckbrief über euer Lieblingspferd ausfüllen. Es gibt auch ein bisschen was zu lernen. Wenn ihr gezeichnet, ist es auch was für euch. Man kann Reitoutfits zeichnen. Es gibt Entweder-Oder-Fragen. Es gibt ein Quiz. Vielleicht kennt ihr ja schon eines unserer anderen Bücher. Und genauso ist auch dieses Buch ein Mitmachbuch mit einer richtig bunten Mischung, wo einfach für jeden was dabei ist. Mit dabei sind zum Beispiel auch so kleine Tagebuchseiten, wo ihr euren Reitfortschritt eintragen könnt. Und es ist einfach jede Seite was Neues. Jede Seite ist neu gestaltet. Wir haben uns wieder im gesamten Buch ausgetobt und wir sind so, so stolz auf das Ergebnis. Es sind wunderschöne Grafiken drin und ihr erfahrt auch etwas über unsere Pferde, über mein Pferd Flora und Vickys Pferd Tiran. Da ist sogar ein Foto von uns drin. Ganz hinten. Das ist nur ein Goodie am Ende. Hast du eigentlich eine Lieblingsseite im ganzen Buch? Gott, ich könnte mich niemals entscheiden. Ich finde auch den goldenen Sticker vorne drauf total schön. Und das Halfblatt auch mit Goldfolie. Wir haben uns so unglaublich viel Mühe mit dem Buch gegeben. Und wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns. Und das Allerbeste, ihr müsst gar nicht mehr lange warten. Denn das Buch wird ab dem 28.02. überall erhältlich sein. Also wie immer in jeder Buchhandlung, online bei Amazon, online bei Thalia. Einfach überall, wo man Bücher bekommen kann. Den Link zum Bestellen findet ihr in der Infobox. Wenn ihr es jetzt schon bestellt, dann bekommt es auf jeden Fall pünktlich am 28. Februar geliefert. Oder ihr könnt es auch schon in der Buchhandlung vorbestellen. Dann schnappt es euch keiner weg. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, dann schaut unbedingt bei den Instagram-Accounts Springen an der Pfütze und bei flora.blue_ vorbei. Da bekommt ihr noch ein paar mehr Einblicke ins Buch. Ach, und falls ihr keine Pferdefans seid, ihr müsst auf gar keinen Fall traurig sein. Denn in diesem Jahr wird auch noch ein anderes Buch kommen, das nichts mit Pferden zu tun hat. Damit ihr Tiran auch nochmal seht, der wird hier gerade hübsch gemacht. Bekommt er auch noch eine bunte Mähne? Ich glaube, das würden wir bei seiner Farbe gar nicht sehen. Bruder hat eine sehr blonde Strähne in seinem Schweif. Die können wir färben. Guck, können wir färben. Pink. Jetzt habe ich noch was sehr, sehr cooles vor. Und Sarina muss einfach mal mitkommen, weil ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Paket gleich sein wird. Ja, es geht um ein Paket. Ich hole was richtig, richtig cooles ab, was ich bestellt habe. Und darauf freue ich mich so sehr. Ich kann euch schon mal einen Tipp geben. Es hat was mit Meerjungfrau zu tun. Ihr werdet es sehen. Und dafür brauche ich vereinte Kräfte. Sarina muss mir helfen. Hoffentlich reicht einer. Es hat nichts Gutes zu bedeuten. Es ist wirklich riesig. Ich sehe gar nichts drüber. Sessel, Muschel. Ist das ein Hinweis? Du hast nicht zu viel versprochen. Ich freue mich. Jetzt müssen wir hier erstmal ausräumen. Oh Mann, was ist das denn für eine Vorbereitung? Das hier sind übrigens deine Reitstiefel, also keine Beschwerden. Hier bitte. So kann es klappen, versuch mal zuzumachen. Achtung, 1, 2, 3. Hör zu, bitte bleib zu. Und hier vorne sieht es jetzt so aus. Egal, schnell zu. Achtung, Hunde, Hunde! Vorsicht! Und jetzt ist der große Moment. Wir öffnen das Paket.
fest. Haltet euch fest. Ich lüfte das Geheimnis. Wow. Oh, wie cool. Oh, wie schön ist der. Der ist genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Können wir ihn erstmal aufbauen, bevor du dich gleich draufsetzt? Sonst muss ich ihn nicht umkippen. Okay, das habe ich nicht. Niemals. Liebe ihn, ich liebe ihn! Eine Sekunde. Guck mal, hier ist eine Flosse dran. Meine Meerjungfrauendecke passt da perfekt dazu. Ist er nicht toll? What things you like and what you don't.